Trickster. Ja, das ist ein gutes Deck. Da hat Konami ganz tief in die Trickkiste gegriffen. Wir machen alle zu Typ Fee, um auch dem Thema mal ein Meta-Deck zu geben. Zusätzlich geben wir allen Burn-Effekte, um so eine weitere Win-Option zu haben. Dann fehlt nur noch ein paar Schlüsselkarten. Dafür bringen wir einfach eine gute Field-Spell raus, dann noch eine gute Falle und fertig ist das Deck. Doch dann reicht es nicht, dass sie durch ihre Effekte immer wieder Schaden machen. Nein, ihr Core besteht aus nur 16 Karten. Ich meine, geht's noch? Jedes andere Thema findet kaum Platz, irgendwas anderes zu spielen. Und dann reicht es einfach, eine lächerliche Karte, um ins Spiel zu kommen. Und natürlich ist sie auch noch durch die Fieldspiel super. Und bei der Fieldspiel will ich erst gar nicht anfangen. Nicht nur, dass sie irgendein Trickster-Monster sucht. Nein, sie kann eine verdeckte Zauber- oder Feuerkarte blockieren. Und natürlich darf sie 200 zusätzlich Schaden machen. Und warum sollte man die Karte auch nur einmal pro Spielzug aktivieren dürfen? Man kann sie immer und immer wieder aktivieren. Und als wäre das nicht schon genug. Durch den großen Platz im Deck können sie einfach so viele Handtraps spielen. Ich meine, warum sich auf ein oder zwei beschränken, wenn man einfach alle spielen kann? Und apropos Handtrap, die Lockpit-Fallen-Kombo ist einfach komplett overpowered. Ja, los Gegner, such was. Danach hast du automatisch keine Karten mehr. GG. Und praktisch, dass es jetzt Link-Monster gibt. Dadurch kann man auch ohne passenden Level und Empfänger einfach in ein stärkeres Monster gehen. Und natürlich hat man auch noch Platz, Sündenbock zu spielen, um so in noch stärkere Link-Monster zu gehen. Und selbst danach hat das Deck noch genug Platz, um irgendwelche anderen guten Karten zu spielen. Ich meine, warum auch nicht? Regeki, Cyclin oder was man sonst noch möchte. Ist ja auch egal, denn man braucht ja eh nur eine Karte, um ins Spiel zu kommen. Und warum? Weil Trickster gut ist.